Um Personalkosten einzusparen, werden bei der DB ab 1987 alle V60-Varianten als Kleinloks eingestuft und neu in die Baureihen 360-361 eingeordnet. Fortan durften sogenannte Kleinlokbediener im Führerstand arbeiten. Der teurere Lokführer konnte eingespart werden. Zwar stark dezimiert, sind die BV60 auch 2015 noch im Plandienst. In Dresden wird der historische Rheingoldzug rangiert. Etwa 300 Maschinen erhalten ab Werk für den mittelschweren Rangierdienst verstärkte Rahmen- und Ballastgewichte. Das Reibungsgewicht wird so von 48 auf 54 Tonnen angehoben. Die schweren bekommen ab 1968 neue Nummern. Zuerst 261. Die Kleinlok-Varianten dann 361, 363 und 365. In Dresden rangiert 363-188. Die 363 sagt aus, dass sie eine schwere ist, Funksteuerung und eine automatische Kupplung hat und einen neuen 632 PS starken Caterpillar-Motor besitzt. Im Bahnbetriebswerk Halle G rangiert eine 362 auf die Scheibe. Sie ist eine leichte V60 mit neuem Motor. Die V60 ist einfach aufgebaut. Geschweißter Blechrahmen, erhöhtes Führerhaus in der Mitte und davor zwei Vorbauten. Im langen Vorbau ist der Motor untergebracht. Im kurzen sind die Kraftstoffbehälter und die Luftkompressoren mit ihren Behältern eingebaut. Auch im Hallenser Hauptbahnhof stehen die kleinen flinken Maschinen Mitte 2015 noch im Einsatz.